Party People, herzlich willkommen zu Goods R Us Gaming. Wir spielen Destiny 2 und als nächstes nehme ich mir den Teil vor, den man noch alleine spielt, und sobald ich dann dieses Mindestlevel bekomme, wo man halt auch mit in der Party zocken kann, werden wir den lieben Shaco dazu holen. Also, ich habe mir gerade mal so den Vorspann angeguckt, da wurde nochmal kurz so der erste Teil angerissen, dass halt der Hüter sein Leben für das Wohl der Galaxis gegeben hat. Und dann konnte man so ein, zwei Erinnerungen sich anschauen für die Leute, die halt schon mal den ersten Teil gespielt haben. War ganz witzig. Schade, ich habe leider habe ich es verpasst, das mit zu capturen. War eigentlich gar nicht so toll. Naja, egal. Jetzt geht's auf jeden Fall los. Nächstes Abenteuer starten. Wir spielen meinen Account Jabberwocky. Neuen Hüter erstellen. Das ist mein Alter. Ja, den nehmen wir jetzt mal. Einfach. Also Ikora, wenn das ein Scherz sein soll, fällt mir schwer, es zuzugeben, aber ich wäre beeindruckt. Dich zu beeindrucken, Cade, ist echt ein Kinderspiel für mich. Es ist ernst, Leute. Zavala, das ist mein ernstes Gesicht. Guck doch. Ikora, was gibt's? Jemand oder etwas sabotierte die Skyline-Verteidigungssysteme. Die Comms sind seit den letzten Stunden unregelmäßig. Die Sensoren außerhalb der Mauer sind tot. Vielleicht ist es nur der Sturm. Vielleicht ist es... Was sagen uns die Satelliten? Nichts. Das ist gut, oder? Nein. Sie sind nicht da. Oh, da Backe. Sind keine Satelliten. Und nein. Das ist nicht gut. Kampfstationen! Jetzt geht's ab, Freunde. Bada boom, bada bam. Alle zu mir! Jetzt! Halt durch! Mal. Jetzt ein bisschen auf, würde ich mal sagen. Gutes Raumschiff auf jeden Fall. Ja, so ein typischer Einspieler. Ne, war alles cool und so und alle haben lässig Witze gerissen, ne, und dann kommt so eine riesen Armada auf dem Raumschiff und bombt alles weg. Habe ich schon ein, zwei Mal gesehen in meinem Videospielleben. Halo. Mass Effect. Wiederhole, Turmzentrale. Hier spricht City Hawk 723. Ist da jemand? Alle Kanäle sind still. Sogar die Notfallfrequenz. Was ist denn da los? Ich weiß, ich habe gesagt, du sollst nicht so schnell fliegen. Vergiss es, flieg schneller. Ja, ist okay. Ja, das sieht problematisch aus. Ich habe den Eindruck, dass es dort nicht immer so aussieht. Hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig. So. Los geht's. Wir müssen Zavala, Ikora und Cade finden. Check.
Also die Empfindlichkeit müssen wir erstmal umstellen. Als Call of Duty Spieler ist das sehr fremdlich. So, das ist okay. Euch bewegen. Ja. Klicksteuerung. Ah da. Klickempfindlichkeit Nummer 7. Oder ist ja noch ein bisschen mehr, würde ich sagen. R1 ist Granate. Nee, das ist scheiße. L2, R2 schießen. Das hätte ich gerne bitte auf L1, R1. Tastenbelegung. Wie gilt? So wollen wir das haben. Ja. Das passt. So, ja, Audio. Spiellautstärke stelle ich mal ein bisschen runter, damit ihr mich auf jeden Fall auch gut hört. Chat-Lautstärke kann oben bleiben. Gut, dann ist das soweit eingestellt. Das passt alles soweit. Und wir schauen uns das mal an. Kabale! Die wollen direkt Stress hier, ne? Komisch, die Kabale erobern Systeme, indem sie Planeten in die Luft jagen. Was sie wollen, muss hier sein. In der letzten Stadt. Eine Waffe oder so geht aber nicht, ne? Hier, Kommander Zavala, Zivilisten, begebt euch zu den Evakuierungspunkten. Hüter, zur Piazza. Unsere Stadt wird nicht fallen. Weiter geht's. Ich kann ja mir auch noch keine coolen Waffen aufnehmen. Hier liegt zwar ein Gewehr, aber... Wow, mein Nahkampfangriff ist stark, Mann. Kate! Hey, ihr zwei, eine Sekunde. Ja. Zavala spielt den Helden auf der Piazza. Ich bin gespannt auf mein Herzblatt hinter dieser Tür. Wird ein kurzes Date. Oh, hat der cool gemacht, da kann man nichts sagen. Okay. Hier drüben, Titan. Meine Waffenkammer steht hier offen. Folge von dort dem Pfad. Dadurch wirst du über den Hangar zur Piazza gelangen. Ich kümmere mich um diese Leute. Wenn die Kabale Krieg wollen, dann geben wir ihnen Krieg. Yes, baby. 36 Schuss. So, wir machen die Tür auf und jetzt geht's in die Fresse. In die Fresse, Digger. Easy schmiesi, da müsst ihr keine Granate werfen, Freunde. Und meine Super ist bereit. Ach, wie war das denn nochmal? Ah, zeig mir schon auch gleich an. Okay. Evakuierungsbefehl 77 ist aktiv. Das ist keine Übung. Alle Zivilisten melden sich keine Übung. In den jeweiligen Evakuierungsbereichen. Aha. Achso, Mega Boost Jump. So. Da. Freunde könnten Hilfe gebrauchen, glaube ich. Oh, Headshots funktioniert immer gut. Jetzt auch mit Taschenlampe. Oh. Das ist ein Ding.
So, dann hätten wir es ja schon mal geklärt. Also bis jetzt sind die Gegner halt noch super weak, ne? Ist ja auch normal. Gameplay... Ja, ich sag mal so, ist in Ordnung. Ist nicht schlecht für einen Shooter, aber kann man, also wenn man halt von Call of Duty kommt, ist das alles irgendwie bereichenschwammig. In einer gewissen Art und Weise. Aber ist schon cool so, ne? Also es hat auch ein andere Art von Spiel, muss man ja auch so sehen. So, mein Dash-Move. Schwebe ich hier mal hin. Wie groß das Ding ist. Das muss ihr Kommandoschiff sein. Toll. Hab schon kleinere Schiffe gesehen, auf jeden Fall. Das sieht schon mal sehr nice aus, das Setting so. I like it. Oh. Das finde ich ganz geil, so, ne? Mit dem Dash-Move bei Destiny. Das hat mich wieder so an Borderlands of the Sequel. Oh, das ist meine Granate wert. Ja, wenn ich jetzt mal wüsste. Ah, das ist meine. Ah, alles klar. Aha, okay. Sie greifen nicht nur den Turm an. Schau dir den Reisenden an. Das ist die neue Ulti, ganz cool auf jeden Fall. Ich soll mir noch Reisen anschauen, ja. Hier ist irgendwie so eine Art Cutscene. Okay, mein Geist identifiziert diese Kabale andauernd als Rotlegion. Ikora, weißt du was? Das ist die Elite. Gnadenlos. Und Gerüchten zufolge sind sie unbesiegt. Bis heute. Ihre Gegner sind jetzt Hüter. Aber Zavala, sie greifen den Reisenden an. Na. Der Reisende wartet. Wir schützen unsere Leute um jeden Preis. Echt? Also so geht's nicht, Freunde. Ihr könnt den Reisenden das... Nee, ihr dürft ihn nicht anfassen. Ah. Shit. So, hier bin ich jetzt in einer Area, wo auch andere Spieler sich befinden, so wie das hier ausschaut. Ganz cool auf jeden Fall. Andy Fresh, Digga. So, mal eben so weggepuncht. Die Rotlegion ist gut ausgebildet. Aber wir sind besser. Wir halten die Stellung, bis der letzte Zivilist in Sicherheit ist. Alles klar. Also wer es noch nicht wiedererkannt hat, das hier ist so die Main Base gewesen. Angriff! Wir sind gerade befinden. Und ich nehme an, wir verteidigen so ein bisschen den hier. Oder? Ah ne, das scheint da vorne Ziel zu sein, ne? Sie dürfen das Tor nicht erreichen. Die Shuttles sind da drüben. Super bereit, okay. So, Digga. Wer will hier Stress? Ich hoffe, dass man diese Superfähigkeit noch verbessern kann, aber das kann man bestimmt. Bis jetzt war die so ein bisschen low irgendwie. Ja, besser innerhalb des Schildes bleiben. Noch mehr Rotlegionäre! Zeig ihnen, was ein Hüter ist! Ja, kein Ding. Zeig ich den auch glatt. So, alles wegradiert hier halt. Bam! Motherfucker! Ey, ich weiß nicht. Alles alleine. Alter. Also. Ja,
Also die Nahkampfangriffe machen auf jeden Fall Spaß. Man hat das richtig Zünd dahinter, wenn man einen sich taut. Oh, jetzt wird es gerade kritisch für mich. Ich kann ein bisschen mehr in Richtung gehen. Zavala, das letzte Shuttle ist weg. Aber der Sprecher hat es nicht geschafft. Was? Ich werde nach ihm suchen. Ich übernehme die Piazza. Geh mit Ikora. Finde den Sprecher. Wird gemacht, Commander. So, jetzt geht's da vorne weiter. Wir sollten Ikora einholen. Ja, bin dabei. Ich lauf ja schon. Wo ist denn Ikora? Ikora, Baby. Dein Ritter steht in der Rüstung unterwegs. Yes! Der Sprecher ist weg. Rotlegion. Ihr werdet niemandem mehr schaden. Und von mir könnt ihr keine Gnade erwarten. Wow, smack that. Zavala. So wird's gemacht. Sie wird den Sprecher finden. Wir müssen zum Kommandoschiff. Begib dich zum Notruf. Amanda Holiday wird dich abholen. Amanda Holiday. Die haben ja alle so coole Future-Namen, ey. Ikora. Und dann kommt Amanda Holiday. What the fuck? So. Achso, da ging die Tür auf. Sorry, nicht aufgepasst. Oh. Er hat so einen Flammenwerfer. So, einen vergessen wir nicht mehr. Also, es hat schnell an Fahrt aufgenommen, finde ich. Es ist auch jetzt auf jeden Fall schon ein ganz öfter Forden da. Auch noch nichts Weltbewegendes, ne? Ich war jetzt noch keinmal irgendwie komplett down, aber man kann nicht mehr ganz so mega offensiv da rumhopsen. Man muss schon so ein bisschen auf die Decke machen. Es ist ein bisschen schade, dass ich hier irgendwie nichts looten kann. Also, es lohnt sich halt irgendwie gerade noch nicht so, oder vielleicht gucke ich auch nicht in den richtigen Stellen, aber ich habe das Gefühl, es lohnt sich noch nicht so, in die Ecken zu schauen, ob man es mitnehmen könnte. Hier keine Super gerade. Wow, shit. Keine Munition. Ah, ich stehe ganz beschissen, ja, gar keine Deckung. Was? Soll ich dich mitnehmen? Hier liegt es, das Lidern ist, aber es ist anscheinend nur eine bestimmte Art von Munition, nehme ich an. Wie LMG oder so. Ich hoffe mal, das war's so für den ersten Singleplayer. Aber ich habe mega Zavala, Bock auf Koop. Hab den Hüter dabei, von dem du immer redest. Ihr müsst zum Hauptschiff. Jetzt! Halt dich gut fest! Bitte. Unternehmen was. Okay, Hüter. Geben wir ihn eins auf die Nuss. Also Amanda Holiday hätte man ja irgendwie ein bisschen ansprechender gestalten können, oder? Dieser fisselige Kurzausschnitt, das ist ja gar nicht so meins. Amanda, ich denke mal, es war Amanda. Amanda Holiday. Amanda Urlaub. Zavala, das
Sag uns, wenn die Schilde deaktiviert sind. Dann machen wir dieses Schiff platt. Ja, sieht alles ganz nett aus auf jeden Fall. Setting... Ja, ich stehe einfach auf den Sci-Fi-Kram. Ich finde es cool gemacht. Das muss man einfach mal auch sagen. Kannst du irgendwie so einen Smash-Move machen, weil ich nicht so lange fliege. Lass mich mal sehen. Das Hologramm. Lass mich an die Konsole. Wir können da Baupläne finden. Okay. Dann ziehst du rein, Digga. Okay. Der Schildgenerator sollte sich unten im Schiff befinden. Der ist gelb oder so orange. Der hat ein bisschen mehr drauf. Nehme ich mal an. Aber jetzt haben wir noch was. Und down ist er. Gesagt, jetzt laufen wir nach oben. Verwirrend. Naja, wird schon alles seine Richtigkeit haben. So. Ganz cool gemacht mit dem Regen. Den Effekt hat man schon ein, zwei Mal gesehen, aber ich finde es schön umgesetzt auf jeden Fall. So, hier wird nicht gehüpft. Zack, den Headshot. Headshots lassen sich aktuell noch gut machen, aber wir haben ja jetzt auch nicht so agile Gegner. Und die sind ja auch sehr groß, also leicht zu treffen. Das wird sich mit Sicherheit noch ändern. Oh, hier haben wir so ein Oberbabo. Ja, den sollten wir vielleicht mal in der Ulti klatschen. Oh, der hält viel aus. Man sollte auch, ist der... Der Boss. Aber die Ulti ist noch nicht so effektiv, habt ihr gesehen. Also wenn ich schieße, ist er schon relativ stark. So. Also vor allen Dingen die Critical Hits, wenn die ihr Geld angezeigt werden, ne? Schön ins Gesicht. Das klappt gut. Also bis jetzt finde ich es ganz funny. Farbauswahl, Setting, Stimmung, alles cool auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich so eine Art Sniper mit dem Laserpointer hier. Aber nicht in die Augen, ne? Das ist gefährlich. Unser Lehrer früher mal gesagt. Tada. Na. Oh, habe ich einen übersehen? Bestimmt. Ah, da ist noch einer. Hier keine Munition. Da muss ich ein bisschen besser drauf acht geben. Zack, zack, zack. Das soll es wieder gehen. Also hier die grünen kann ich irgendwie nicht gebrauchen. Ne? Ich habe gedacht, das wäre Sturmgewehr-Munition.
scheint es aber nicht zu sein. Finde ich cool gemacht. Also die Sniper, die machen guten Schaden, aber halten selbst nicht viel aus. Ne? Das stimmt auf jeden Fall, macht Sinn. So, und ja. Ich würde sagen, ja, wir müssen nach unten, würde ich sagen. Deswegen auch diese einladenden Plattformen wahrscheinlich hier, wo man so schön landen kann. Hier liegt auch keine Munition. Na, dann hüpfen wir mal direkt hier runter. Der Schildgenerator sollte direkt vor uns sein. Das erinnert mich so ein bisschen an, ach, wie hieß dieser Ubisoft-Titel? In den Straßen von New York, da gab es auch nur so Flammenwerfer-Typen, wenn man die auf den Tank geballert hat, sind die auch so schön in die Luft gegangen. Wow, wow, aim fail. Der lebt auch noch, oder nicht? Ah, nicht gut platziert, die Nate. Ah, ja, wir brauchen Munition. Ja, also das ganz normale durchsichtige Weiß ist so das Sturmgewehr. Sturmgewehr-Munition. Und der Typ, das ist auch so ein mega Hamster. Also, die Hamster, Nährschweiß. Ja, nicht so ein bisschen. Okay, zerstöre die Turbinen, dann fallen die Schilde in sich zusammen. Ja, die grüne können wir nicht gebrauchen. Das ist vielleicht ein Pistol. Was für so Spezialweapons? Ja, ach, Energiemunition, okay. Ein bisschen her, dass ich Destiny gespielt habe. Ich weiß nicht, ob ich da einfach so reinspringen sollte. Versuch mal bis zur Mitte zu kommen. Oh, 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 oh. Überlaste. Okay, so geht's nicht. Ah. Hier kann man reinschießen. Ja, genau so. Oh, 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 ach so, alles klar. Die Temperatur steigt. Es funktioniert. So, und ein drittes Mal. Noch von hier aus. So, jetzt haben wir einen schönen überlastet, würde ich sagen. Alarm geschafft. Die Schilde sind deaktiviert. Er dreht sich aber schnell. Ja, also da ich keinen anderen Ausgang sehe, nehmen wir doch mal einfach den hier. Amanda, wir kommen nach oben. Amanda! Vielen Dank fürs Zuschauen, das war's mit Part 1. Schaltet auch wieder ein, wenn es heißt Part 2. Dann ist auch der liebe Schoko mit dabei und dann wird's richtig Action geben, Freunde. Bis dahin, alles Gute. Ciao.